Hey du! Ja, genau du! Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... Wow. Wow, okay, was ein Fail. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Y, der Unlock Challenge. Und da haben wir direkt die Sina und ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Und das will ich nicht, aber okay, das, doch, wir folgen dir, komm. Ich will... Was? Achso, ich dachte gerade, dass ich gehe, aber ich bin gar nicht gegangen. Das war nur Autoschränk-Dingsbums und Da geht es zum Labor und da sind Koiwaps. Na du, wir gehen aber erstmal in dein Pokémon-Center rein, denn wir müssen uns heilen. Denn wir wissen, ich weiß, wo das Ding ist. Ihr müsst mir nicht ständig sagen, wo ich hin muss. Okay, bitte, jetzt nerv mich nicht mehr. Dankeschön. So, erstmal heilen gehen. Denn wie ihr wisst, kämpft ja der Platan gegen uns da drin. Und da müssen wir uns ein bisschen fit heilen, ne? Da müssen wir uns ein bisschen fit heilen. Und... ja, dann müssen wir uns verteilen halt. ich glaube, dass er uns ein Pokémon dann direkt uns schenken wird. Aber können wir es annehmen? Weil wir haben jetzt keinen Platz mehr im Team. Können wir es annehmen? Das ist eine andere Frage. Können wir es da annehmen oder wird es da in die Box geschickt? Ich weiß es nicht. Du hast einen weiten Weg von Eskisia, okay. Hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Das hatte ich vor. Warte mal, ist das die Musik, die man... Warte mal, was ist das für eine Musik gerade? Oh, die Musik ist schön. Oh, das ist kawaii. Yes. Und Stockwerk 2. Hoch mit dir, du Aufzug. Dankeschön. Und jetzt muss eigentlich hier links irgendwo Platan sein. Wow. Das Katzchen da. Endlich treffen wir uns. Ey, die Musik. Ich liebe die Musik von ihm. Das ist so cool. Fein, fein. Dann komm doch mal mit. Ich liebe seine Musik. Ist so cool. Toll, dass du einen weiten Weg aus Escicia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich doch mal dein Pokédex ansehen. So, im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 35 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit, du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Ja, das haben wir in der Tat. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir, du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Fall von Escicia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainerveteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn Jockey Primula und ihr Sohn nach Escicia gezogen sind. Die Stadt da. Und du kennst die Kalon-Region. Kalon-Region, wow. Die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für diese Unterlagen und für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Zanna. Bitch, wer hat dich gerufen? Wer hat euch gerufen? Wir hatten gerade ein Date gehabt. Ja, wir hatten ein Date und dann kommt ihr einfach hier rein und geht weg. Ja. Was? Kann man mit dir schon kämpfen jetzt hier? Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Ja, wir wollen mit dem Kampf loslegen. Nur noch schnell vorweg, ich bin leider nicht stark. Das will ich mal hoffen. So, eine Herausforderung von Pokémon Professor Platan und Bisasam. Damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. Denn wir haben unser Joey, unser starkes Visor, was voll den Bizeps hat und voll den Trizeps hat und voll stark ist und voll kratzen kann. Go, Kratzer! Und du bist schneller. Wow. Warum kommt deine Ranken raus, wenn du auf Tackle gehst? Warum kommt deine Ranken raus? Das war Rankenhieb. Du bist ein Cheater. Du machst Rankenhieb, obwohl da Tackle steht. Du willst die Menschen nur verwirren damit. Und okay, Höller ist jetzt doof gerade. Ich glaube, wir gehen mal hier raus. Wobei, nein, komm. Das schaffen wir selber. Das schaffen wir schon. Edelsam, wow. Fehlgeschlagen. Ha, ha, ha. So, Kratzer, go. Und Egelsamen ist ein No. Na, komm. Reicht er aus? Nein, der reicht nicht aus. Aber dafür können wir jetzt auf einen Nicht-Rosokip gehen, denn der hat sich jetzt wieder auch ein bisschen aufgeheilt. Wir gehen für einen Kratzer wieder. Komm. Ranken. Wow. Bist du wie du? Tust weh. Hallo? Hey, geht's noch? Okay, wir haben ein Problem. Unser Kratzer wird nicht ausreichen. Wir müssen hier rausgehen jetzt. Also doch schon, aber der kann mich jetzt hier töten jetzt, deswegen. Wir gehen jetzt hier raus in unser Bunnelby, denn Bunnelby ist schon stark. Also Bunnelby kann ordentlich reinhauen hier, wissen? Komm mal rein, du!
Du machst Rankenhieb. Taken wir easy. Wow, was? Ruckzuckieb, go, 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 go. Reicht es aus? Ja, okay, gut. Gut, das war knapp jetzt aber ein bisschen. Ne, das war ein bisschen sehr viel knapp. Und Level 12 für unser Barnaby, juhu. Und Level 12, Level 14 für unser Visor, bitte. Na, pf, wie gemein, hallo. Visor, was geht bei dir? Wie arrogant du bist. Nicht mal Level Up machst du hier. Zö. Komm mal raus hier. So, und dann wieder zurück auf unser Evoli, denn wir wollen halt alle ein bisschen trainieren, so, ne? Das ist ja der Plan, so. Und dann müsste sein Glumanda kommen und gegen Glumanda können wir unser Ottero reinschicken. Und Ottero ist, glaube ich, gerade das schwächste Pokémon im Team. Halt vom Level her jetzt. Also Ottero ist halt unser MVP, aber, ne? Ne? So, Sternschauer, please. Mach guten Schaden, komm, one hit, komm, easy, one hit, komm, komm, komm. Wow. Wow, dieser Schaden, ich bin echt beeindruckt von dir, Evoli, also echt mal easy 4-Hit KO. Deckel, na. Ey. Wir gehen mal vom Besitzer an der Stelle, vielleicht macht er mehr Schaden. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Er reicht aus, wow. Okay, ach, Crit, okay. Der hat gemettert, der hat gemettert. Und Level 14 für Visor und entwickelst du dich jetzt? Ich weiß gar nicht. Glumanda, da können wir unser Oshawott reinschicken. Go, Oshawott, go, 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 go. Und, ich meine, dass unser Ottero sich auf Level 16 entwickelt. Oder Level 18, Level 16, weil es ist ja bei Wasser-Pokémon so, dass die sich mal auf Level 18, mal Level 16, 17, ne? Sowas in der Art entwickeln. Deswegen muss ich mal gucken, wann sich Ottero entwickelt. Ich glaube, aber Level 16 muss es stimmen. Ich meine Level 16, oder 17? 18? Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Plan. Muss ich mal schauen. Ich weiß, dass sich Tyrakuk auf Level 18 entwickelt. Und ja, das war's aber auch. So, Aquaknarre reicht aus. Easy. Bye. Mach es gut. Und Level up für uns, please. Komm, komm. Boah, Level 11. Wow. Ottero. Du bist aber gut. Du bist aber stark. Nassmacher, der ist ja voll essentiell, der hier die Attacke. Bitch, was? Warum verliere ich? Was? Ach, das war wohl nichts. Klasse Leistung, aber. Die Hände einfach mal. Okay. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was sie so kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf der Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir eins aussuchen. Wir nehmen uns jetzt hier, Glumanda, denn Glumanda ist cool. Ich mag Glumanda am liebsten von den dreien eigentlich. Aha, du hast dir also ein Glumanda ausgesucht. Warum nicht? Nee, warum auch nicht? Fein, fein, es ist zu spät zum Lesen. Es tut mir leid. Es ist zu spät. So, du gehst jetzt, was geht hier raus? Hier geht hier raus mein Evoli. Nee, es geht raus. Evoli. Ciao. Glumanda erhalten. Juhu, finde ich nice. Und wir nennen dich hier so Mainer YouTube, wie alle anderen Pokémon auch. Warte mal, klein. Hey, please, don't do this to me. Chizumani. Ah, YouTube. Was fehlt hier? Ach, Chizumani. Okay, Chizumani. Money, money, money. Ne, 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 ne. Ja, es aber, oder, warte, war das aber, das war aber. Da du für Glumanda entschieden hast und kein Deutsch kannst, nimmst du jetzt hier den Guranit, ich lese nicht mehr vor, weil ich kann nicht mehr lesen, es ist zu spät zum Lesen, es ist so spät und ich bin zu hyperaktiv gerade und ich, nee. Hey, okay, bla 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 bla, ja, schönes Wetter, ne, ja, also der Kaffee heute war echt schön, boah. Ja, okay. Okay, danke schön. Ja, 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 ja. Okay. Ist das so? Wow, wusste ich gar nicht. Danke schön. Okay, jetzt mach es gut. Nee, warte mal. Wir wollten uns... Komm, wir gehen mal kurz runter und dann wundertauschen wir mal ein bisschen. Denn Wundertausch ist ja hier immer so der Highlight des Let's Plays. So, da... Ich werde sie also schon bald treffen. Ja. Die Kinder, die der Professor auserwählt hat. Welches Potenzial die wohl in sich bergen? Darf ich vorstellen, das ist Shizu.
Darf ich vorstellen, das ist Jesu. Hey, doch, so gut bin, komm mal bitte kurz hier, ja. Sorry, das war ein Vibe, tut mir leid. Oh, du hast also ein Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar, du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Floridales. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, diese Welt zu zerstören und alle Menschen, die Pokémon wehtun wollen, zu vernichten und diese Welt, ne? Oh, du hast einen Hololock bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mach ihn also zunutze. Hör mir gut zu, diese Welt muss besser werden und dafür müssen wir alle Pokémon und Menschen vernichten und ich bin gar nicht krank im Kopf und... Hi, na? Okay, verpiss dich jetzt, dankeschön. Verpiss dich. Lelelele. Ja, dankeschön. Ja, verpiss dich. Bye. Ich bin gerade so gemein zu den Leuten. Ich bin echt voll rude. Shizu, es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald dann. Oh, du meinst die Lesbenbar hier um die Ecke. Da will ich auch mal gerne hin. Ihr seid irrelevant für mich, ihr seid doof, ihr seid beide hässlich und böse und ich mag euch nicht. Warum kommen immer so komische Kastins mit diesen Rivalen? Hört auf, ich will euch nicht kennen, ich mag euch nicht, ihr seid... Ah, okay, nice. Jetzt werden wir uns zum Pokécenter... Da ist schon Zanna da hinten, da ist sie schon. Seht ihr die? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Könnt ihr sie sehen? So. Na, Pokémon-Center... Na du, jetzt haben wir hier ein Problem, denn wir müssen uns jetzt uns entscheiden. Nee, warte mal, wir müssen erstmal das Pokémon tauschen, so. Und wenn das Pokémon, was wir jetzt hier kriegen durch Glumanda, gut ist, dann muss ich mich entscheiden, was ich rauspacke für Glumanda. Also für das Tausch-Pokémon für Glumanda. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Nee, ihr wisst, was ich meine. Ihr seid nicht so doof. Suche nach Tauschpartnern. Bitte warte einen Moment. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir warten gerne einen Moment oder auch zwei Momente. Wie du es willst. Wanda-Tausch-Dingsbumsi und ich habe Durst und ich ist eine Flasche, die ist leer. Zwei Flasche, die ist auch leer. Flasche 3, die ist auch leer. Mama, wo ist das Trinken? Du wirst nicht umsonst bezahlt hier. Bitte, was? wir warten so. Warum dauert das so lange? Ich meine, zwei Momente, nicht drei Momente. Zwei Momente, habe ich gesagt. Nicht drei Momente, beeil dich. Oh, soy Skintardis, Vincent von Mexico, Moroles. Yo quiero una bien Pokémon, porque mi team es fatal. Ich kann Spanisch, ich könnte es nicht, also ich denke ich mal, ne? Falls ja, dann... Hola, ¿qué tal? Muy bien. Komm mal jetzt an. Und ein Wumpel. Okay, ist da. Ja, gut, ne? Sei bitte über Level 10, please. Über Level 10 finde ich nice. Fände ich sehr schön eigentlich. Warte mal, was bist du für ein Level? Level 1, Alter. Wer zum Fick bietet sich einen scheiß Wumpel? Ich bitte euch, wer macht das? Wer macht so eine Sodomie? Alter Schwede. Aber okay. Ich komme mit klar. Erstmal Level 10 bringen, komm. Erstmal Level 10. Warte, wirst du zu einem Papinella oder zu einem Pudox? Das ist jetzt die Frage hier. Denn das Ding ist, dass Papinella scheiße ist und Pudox voll... Pudox ist einfach so stark. Ich liebe Pudox. Alle sagen so, Pudox, Papinella ist alles schlecht. Aber ich liebe Pudox, weil es ist so stark und... Ich mag es echt gern, Pudox. Also es ist nicht stark, aber es kann schon einiges. Und ich mag es echt gern. Also es ist schon... Es entwickelt sich. Go, Wurmpel, go. Dim, 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 dim. Yes, yes. Entwickel dich, Bitch. Come through. Yes, Mama. Yes. Und. Level. Was für Level? Du bist ein Schalocco oder Schalacco oder wie du heißt. Du bist ein Pudox. Nee, warte mal. Du bist ein... Panikon. Panikon ist von Pudox. Und Schalacco oder Schalocco oder so ist von, hier, Papinella, meine ich. Oder war das? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, dass Panikon aber von Pudox war. Level 9, Level 10. Und entwickelst du dich? Ja, du entwickelst dich sogar. Nice. Come through, Pudox. Dim, 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 dim. Yes, 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 yes. Und du bist ein Pudox, glaube ich, jetzt.
Warte, bist du Budox? Doch, du bist Budox. Das muss Budox sein. Das muss Budox sein. Ein wundervolles Budox. Na, du? Na? Okay, gut. Budox finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde, dass Budox eigentlich Konfusion. Eigentlich, Leute, ich tendiere gerade dazu, Budox in mein Team zu nehmen. Wisst ihr warum? Weil wegen Konfusion einfach, weil das einfach richtig gut ist, die Attacke. Die ist richtig gut. Die ist sau stark. Also nicht stark, aber die kann schon was helfen. Also, die kann schon helfen, wisst ihr, deswegen. Nehme ich Budox rein, nehme ich es rein, ich. Wir lassen. Ja, wir nehmen es mit rein. Und zwar anstelle von unserem Bunnelby. Ja, wir nehmen es rein. Wir nehmen es rein. Nice! Sorry, Bunnelby, es tut mir leid, aber du musst. Warte mal, wir machen mal kurz eine Box mit dem hier und eine Totenbox. Warte. Das ist hier unser Himmel. Name. Nee, warte, nicht Box 7H. Himmel. Himmel. Okay, nein. Alter. So, Himmel, dankeschön. Himmelpimmel. Haha, ich hab Himmel gesagt, na, ich bin so erwachsen. Okay, was mache ich denn da bitte? Raus hier schnell und schnell zum, wo auch immer wir jetzt hingehen müssen. Aber ich denke, wir beenden den Part noch nicht, denn da ist die gute Sana. Na du. Wir gehen mal kurz jetzt hier rüber, was der zu sagen hat. Nanu, warst du schon am Café? Waren wir noch nicht? Wo ist denn das Café hier? Warst du das bist du das Café? Ja, du bist das Café, ne? Du bist das Café hier, ne? Hast du einen Moment Zeit? Ich bin so toll, ich bin blond und ich bin so stark. Bitch, fuck off. Ich bin besser als du. Ja, Queen Dianta. Wir skippen einfach mal alles durch, weil ich bin. Würdest du nicht am liebsten ewig solche jungen Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schönheit ist doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen, als verändern sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freunden altersgemäße Rollen spielen. Ich kann nicht lesen, das ist das Problem gerade. Aber siehst du denn es nicht als deine Pflicht als Schauspielerin an? Deutsch Grammatik plus 1, 1 plus A, whatever. Auf ewig schön zu sein? Wenn es nach mir ginge, würde ich der Welt auf der Stelle ein Ende setzen. All die Schönheit wäre somit weg. Nee, somit. Pff, was? Nein! Ich ertrage jetzt einfach nicht mehr, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Dann gehe ich hier raus aus der Welt und alles ist schön. Bitch, fuck off. Dankeschön. Ja. Jetzt entschuldigst du dich. Jetzt entschuldigst du dir. Geh mal weg. Und wer seid ihr? Mein Name ist Serena und das hier ist Shizu, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin begrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Das können wir mal machen irgendwann. Werden wir auch vielleicht tun wir es, vielleicht auch nicht. Mal sehen, ne? Mal sehen. So. Jetzt schnell hier rausgehen und speichern vielleicht, würde ich mal sagen. Oder hier hingehen direkt und kämpfen. Weitermachen. Kämpfen, was rede ich? Da ist es spät. So, Tiano, du. Er will kämpfen. Du dicke Kackbratze, du bist so eine Missgeburt. Ich hasse ihn. Der ist so schlimm. Sein scheiß Krebskopf kann sich aufbußen mit Schwertanz und mein ganzes Team zerficken. Das ist mir schon so oft passiert hier bei dem Dicken da. Oh, na, Mr. Holomanda. Na, wie läuft's, altes Haus? Ich bin übrigens Mr. Holoman, was? Mr. Okraft, meine Stimme. Diese. Holo, was? Das war doch hier. Der Floridis hat doch das das hier Holo-Ding da erfunden. Ich bin übrigens Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich sehe schon, du willst mich hier sicher gleich fragen, was die O-Kraft ist, aber lass mich mir diese Mühe ersparen. Die O-Kraft ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn angewandt, diverse positive, ich bin gerade voll in den Zeiten am Springen, es tut mir leid, aber die O-Kraft ist einfach so eine Scheiße, die keiner wissen braucht. So. Danke. Überspringen alles, ist alles irrelevant für uns. Bla bla bla. Bye. Und weiter hier. Weiter im Kontext.
Und ich denke mal, wir speichern jetzt hier an der Stelle und Lucario. Wow. Luca! Lucario! Geht's dir gut? Ich hatte gerade etwas Spezialtraining mit meinem Lucario, aber es wird plötzlich... Was hast du denn, Lucario? Hast du etwas an der Aura dieses Jungen dein Interesse geweckt? Luca. Ich lese gerade so, schlimm, Alter. Weißt du, Lucario, können die Auren der Menschen spüren und irgendwas an deiner Aura fasziniert ist. Bitch, ich natürlich wird es fasziniert. Wie kann man sich nicht an mir faszinieren? Ich bitte dich. Nein, oh. Ironie. Ironie off. So. Dann aber vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Pokémon Y, der Unlock Challenge. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.